Um die Ziellinie zu überqueren und Finisher zu werden, gilt es, direkt hintereinander 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen und 42 Kilometer zu laufen. Erstes Ziel ist, die Schwimmstrecke in weniger als 2 Stunden 15 Minuten zu bewältigen. Mit dem Kanonenschuss beginnt der Kampf. Sowohl gegen die heutigen Rivalen, als auch gegen die Zeit. Leider werden nicht alle die Ziellinie erreichen. Viele werden aufgeben, das ist sicher. Denn die Bedingungen sind angesichts der vorhergesagten Hitze sehr schwierig. Er hat sich so gefreut, einen Sohn zu bekommen. Als er dann gesehen hat, dass die anderen Babys laufen lernten, seins aber nicht, da hat er angefangen, sich zurückzuziehen. Er hat sogar den Sport aufgegeben. Im Grunde entfernt er sich seit Jahren von ihm. Er braucht einen Vater, verstehst du das? Ich kümmere mich seit 17 Jahren um ihn, morgens, mittags, abends. Und wo bist du? 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Das ist ein Rennen für Verrückte. Ich will mit dir den Ironman machen. Was ist das denn für eine Idee? Spinnst du? Ich bin sicher, dass wir es schaffen können. Vergiss es, ich sag nein. Ich kann da nicht mitmachen. Schlag dir das aus dem Kopf. Wir finden schon was anderes. Nein, ich will nichts anderes machen. Du gibst aber auch nie auf, hm? Immer hochkonzentriert sein. Wenn du auch nur eine Sekunde nicht aufpasst, stürzen wir. Ihr müsst damit aufhören. Das ist zu gefährlich. Es ist nicht schlimm, wenn wir es nicht beenden. Doch, das ist schlimm. Ich will es mit dir bis zum Ende schaffen.